complete. So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Ich muss ganz kurz die Ausrüstung checken, ob wir irgendwas haben, was vielleicht momentan tatsächlich besser zu uns passt. Das glaube ich kaum. Dafür sind die zu special. Hier sicher auch nicht. Wie sieht's hier aus? Weniger Abwehr, dafür mehr magische Abwehr. Minus 5. Ah, ist fast besser. Ist fast besser, Freunde. Tatsächlich. So ein bisschen. Besonders diese Nebeneffekte, diese kleinen, sind da dann deutlich besser. Dann lagern wir den Rest wieder ein. Voll die epische Aufbruchmusik. Moment. Haben wir da jetzt wirklich zwei davon? Shit. Das ist natürlich unnötig. Das ist natürlich maximal unnötig. Das gehört natürlich wieder weg, Freunde. Das brauchen wir nicht. So. Immerhin 5000 Öcken. Immerhin. Gut, dann, Moment. Tür auf. Lass mich mal bitte Fertigkeiten checken. 9000 DP. Ja, moin, Leute. Dann. Haben wir alles? Haben wir? Bei Schild. Nee, bei Schild. Oh, krass. Beckenattacke. Eine erweiterte Form von Beckenschlag, die dem Angriff weitere Schläge hinzufügt. Aha. Biss der Legion erzeugt einen flinken, aber mächtigen und weitreichenden Angriff auch in Bedrängnis. Tschüss. Und dann noch die Donnerexplosion. Eine verbesserte Form von Donnerschlag. Mit ihr kann man zweimal zuschlagen. Größere Kraft und Reichweite. Gut, Freunde, das klingt doch alles nett. Dann machen wir hier noch den Donnerschlag drauf. Hier machen wir Biss der Legion. Check. Und beim Schild. Ich kann an dieser Startrampe echt nichts abgewinnen. So. Gut. Wie sieht's bei dir aus, Liebes? Wie sieht's bei dir mit Punkten aus? Sehr, sehr gut. Okay. Lass mal gucken, was wir bei dir noch machen können. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall mal den Pfeilhagel. Chuck. Dann die mächtige Dehnung. Nee, alles gut. Dann den Schädelsplitterer, unbedingt. Eine erweiterte Form von Helmsplitterer. Schnellere Umdrehungen führen zu einer größeren Anzahl von Angriffen. Moment, Moment, Moment. Pfeilhagel habe ich jetzt gar nicht gelesen. Eine verbesserte Form von Pfeilregen, die den Angriffsradius enorm erhöht. Und die mächtige Dehnung, eine bessere volle Dehnung. Pfeile können schneller eingelegt und abgeschossen werden. Und dann hätten wir sogar noch ein bisschen was. Umschlingen, eine verbesserte Form von Umgarnen, die mehrere Gegner gleichzeitig einfängt. Gut, das klingt doch großartig. Du kriegst eine verbesserte scharlachroter Kuss, okay. Umschlingen kommt auf jeden Fall hierhin. Bam. Und der Schädelsplitterer kommt hier hin. Und beim Bogen, fünffacher Wirbel. Kleiner Pfeil. Mach hier mal die... Mach hier den Pfeilhagel, bitte. Und hier machst du die mächtige Dehnung. Let's go. Was noch? Ah ja, wir brauchen noch unsere Gegenstände. Wir müssen uns doch kurz ausrüsten, Freunde. So viel Zeit muss sein.
Zumindest so ein bisschen. Nee, nicht grünlattig. Von dem haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Gehen wir jedem von dem 4 mit. Genau, dann nehmen wir noch so ein Balsamduftwässerchen mit. Da können wir auch gern 2 mitnehmen. Ich brauche was für Ausdauer. Dafür haben wir ja reichlich Fischis. Das war nicht ganz so geplant. Und dann vielleicht noch ein Mithridatum. Mithridatum, Mithridatum, Freunde? Keins? Hier. Ein Mithridatum für jeden von euch Eumeln. Mit dem man Personen löschen kann. Letztens wurden wir tatsächlich angezündet. Naja, egal. Safran, du kriegst nur noch 2 von denen und dann ist gut. So, hier auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall mal neue Ölflaschen produzieren. Definitiv. So, und der Rest ist ja eigentlich Wumpe. So einen haben wir. Genau. Wer hat die Fackel? Ah, perfekt. Ja, wunderbar. Wir sind eigentlich gar nicht so safe ausgerüstet, wenn ich das mal so sagen darf. Haben wir noch irgendwas zur Heilung, irgendwas Gutes hier abgelagerter Grünlandig? Du kannst ja hier auch was zu essen mitnehmen, Junge. Hier. Nimm mal 4 davon mit. Gut, wir können jetzt mal die ganzen schwarzen Bretter abklappern. Das ist leer. Und da fangen wir am besten gleich in Gran Sorin an. Ah ja. Verlegt. Beschafft das Zeugnis des Kämmerers, Region in Gran Sorin. Goldenes Gramhorn ist unsere Belohnung. Leute von Granzis, ich liefere mich gänzlich eurer Barmherzigkeit aus. Des Herzogs Kämmerer vertraute mir einen Dankesbrief für Meister Frescobaldi an. Und diesen Brief habe ich, möge ich ewig in der Hölle schmoren, leider verloren. Bitte helft mir dabei, das Dokument und mit ihm den kläglichen Rest meiner Würde wiederzufinden. Ah ja. Gibt's da irgendwie einen Andeutung, wo der sein könnte? I see you're hard at work on it, truly. Even in the as long as man, that makes spoken the trade of it is work well worth doing. Oh, wir haben das schon. Ein Brief von einem ausländischen Amtsträger, der Furnivals Beiträge zur Wirtschaft von Granzis lobt. Ja, hier. Witzig. Oh, completed a request, have you? Wonderful, wonderful. Dear friend, the wages for your efforts. Ach, krass. Ich dachte, okay, nice. Das haben wir, glaube ich, mal bei diesem einen Adligen, der auch diesen dubiosen Auftrag mit, hey, schmeißt mal bitte den armen Haufen aus meinem Herrschaftsgebiet raus. Ich glaube, das war der unsympathische Typ. So, goldenes Gramhorn, gut. Wo ist das? Ein Gramhorn aus goldenen alchemistischem Metall, wertvoll ohne weitere besondere Eigenschaften. Sag mal, jetzt aber. Steuerfahndung. Beschafft das Tributregister Region Gran Sorin. Ich habe Befehl, ein gewisses wohlhabendes Individuum im Auge zu behalten und zu prüfen, ob die Tribute ordnungsgemäß entrichtet werden. Tatsächlich gibt es Anzeichen dafür, dass ein Teil für persönliche Zwecke abgezweigt wurde. Hätte ich Aufzeichnungen, könnte man Klage erheben. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Da geht's doch auch um den Furnival, oder? Oder? Sind wir mal ehrlich. Ja, ja, und das haben wir auch schon. Ziemlich safe. Geschenkliste. Eine Liste von Geschenken. Das haben wir alles bei diesem Furnival gefunden. Dann kriegt der endlich auch sein Fett weg. Oh, completed a request, have you? Wonderful, wonderful. Dear friend. Das ist jetzt irgendwie befriedigend. Das ist befriedigend, dass der Typ nach diesem Assi-Auftrag auch sein Fett wegbekommt. Ja gut, 30.000 Gold ist jetzt nicht das Thema. Und damit sind wir hier fertig. Aber trotzdem, das ist geil. Das ist geil. Und dafür haben wir die Geschenkliste bei ihm gefunden. Mega.
So, hier ist nichts Neues, oder? Nee, wunderbar, dann ich leg mich mal ganz kurz schlafen bis zum nächsten Morgen, Freunde, weil tatsächlich unsere Gesundheitsleiste nicht komplett aufgefüllt. Schön. Let's go, dann ab zur Vasallengilde. Da gibt es ja auch noch zwei schwarze Bretter. Es wirkt so ein bisschen auf mich, als würden wir tatsächlich alle Aufträge zusammenbekommen. Okay, das ist leer. The Pawn Guild. Und hier unten, wir haben ja alle gefunden. Ja, da kommen jetzt wahrscheinlich neue. Natürlich. Natürlich, 16 Stück. Freilich, 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 freilich. Großartig. 6 weitere. Oh Gott im Himmel. Wie viel wiegen die Dinger? 0,6. Naja, das sind dann schon 60, wenn wir 10 haben und jetzt dann bald schon 1,2 Kilo. Also, Nummer 11. Es ist in Gran Sorren. Im städtischen Viertel. Ja, mega, let's go. Das ist ja super praktisch, das nehmen wir gleich mit. Ich hoffe, dass die Dinge auch noch irgendeine Bedeutung haben. Ja, ja, vermutlich auf dem Dach oben. Ich muss da aufs Dach. Das ging auf jeden Fall übers Armenviertel. Und wenn ich mich nicht recht täusche, wo habe ich denn unsere Markierung Ach, da oben habe ich die gesetzt. Ich habe die gar nicht ins Armenviertel, weil wir noch nicht ins Schloss reinkommen. Ach komm, die können wir aber wegmachen, weil da kommen wir ja theoretisch jetzt rein. Dude. Quatsch. Völliger Nonsens. So, wo komme ich jetzt hier endlich da auf die Dächer? Hier. Gut, dass man unendlich Ausdauer in den Städten hat. Sonst würden wir da schön gleich unsere ganzen Fischis raushauen. So, let's go. Über die Dächer von Gran Sorren, à la Assassin's Creed. Okay, scheiß drauf, die Truhe da unten nehme ich jetzt mit. Die ist einfach zu einladend. Easy, easy, Freunde. So, hier drüber. Müsste das Haus sein, oder? Das liegt sicher auf so einem Vordach oben. Hier. Natürlich, Freunde. Natürlich liegt es auf dem Dach, wo sonst. Es gibt nämlich so einen Schlawiner in dem Spiel, der die ganze Zeit diese komischen Medaillen auf Dächern versteckt. Ebenfalls hier. Oh. So, Freunde. Das ist ziemlich sicher auch auf dem Dach, oder? Ah, wobei. Na? Hier? Ah ja. Ah ja, ich weiß, wo es liegt. Das liegt auf dem Balkon da unten. Yes. Yes, natürlich. Easy peasy, Freunde. Kein Problem. So. Ey, so kann es weitergehen. Die können gern alle hier sein. Dann muss ich die nicht so in der ganzen Welt suchen. Nee, ist auch noch in der Stadt.
Ah. Ist die Medaille der Schwüre im Grabenbruch? Das wäre grob. Ja, doch, es wird angezeigt. Eieieiei. Das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass wir nochmal losgeschickt werden. Eigentlich wollte ich demnächst bald mal die letzte Lindwurm-Quest machen. Weil ich nicht dachte, dass es noch viel mehr Quests zu erledigen gibt. Aber man muss auch spontan reagieren, Freunde. Meine Ausrede dafür, diese... Dein Ernst? Also wenn da aus diesen ganzen Scheißmedaillen der Schwüre nicht am Ende irgendwas Geiles rauskommt, dann kann es sein, dass ich ein bisschen grantig werde. Kann passieren. Also. Wo ist das gute Stück? Sehr weit unten. Wahrscheinlich müssen wir den Oger auch wieder bezwingen. Ah. Oh Gott, ich weiß, wo das Ding ist. Ah. Ah, hier. Warte mal, ich mach mal meine Lampe an. Oh, die ist nur noch halb voll. Ja, dann füll die doch bitte. Na. Nimmt keiner das Gift mit. Seid ihr jetzt nicht mehr so in... Ach scheiße, was mache ich denn? So. Boah, wenn die schon so angekrochen kommen, gibt es wirklich Menschen, die Spinnen mögen? Und wenn ja, was stimmt mit euch nicht? So, auf jeden Fall wird der rote Punkt schon... sichtbarer. Das musst du erstmal so hinbekommen, okay? Das will ich sehen, dass das einer so mir nachmacht. So, grünladisch. Hold on. Oh, ich lieb die Attacke. Aha. Don't worry, I'm here. Ah ja, okay. Anytime. Pusht es auch unsere Ausdauer? Anscheinend schon. There, Master. Oh, die ist die Attacke geil. Sind wir jetzt gerade schon? Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird wieder. Nee, es ist ganz unten. Es ist. Oh. Ich glaube tatsächlich. Also ich glaub's nicht, ich weiß, dass es ganz unten ist. Wie kann man denn eigentlich so vorbeihauen? I'll take that. Ja, nimm das. A skeleton comes. This looks interesting. Are you unharmed, Master? That was hardly a warm-up. Wenn ich mich recht entsinne, gab's da ums Eck einen Skelettmagier. Den würde ich dann doch tatsächlich irgendwie gern mitnehmen, da diesmal das Tor aus irgendeinem Grund offen ist. Ah, oder ich habe mich da getäuscht. Ich hatte da den anderen Gang im Kopf, dass das irgendwie anders aussieht. Oh, halt.
Auf jeden Fall werden wir uns erneut diesem wunderbaren Oger stellen müssen. Oh, du kannst sie nicht mal blocken, ne? Komm, nehmt alles mit. Auch die Hacke. What's that? Oh, da kommt schon die nächsten. Alles in Ordnung. Nichts Besonderes. Hier, was ist das? Leichentuch, Freunde. Unbedingt mitnehmen. Brauchen wir. Das sind die Hebel. Ich habe mich bloß gerade gefragt, was da so dieses Ausrufezeichen, was ja meistens auch für die schwarzen Bretter steht, habe ich mich gefragt, was das zu bedeuten hat. Aber das sind die Hebel. I'll take that. Gut. Boah, ihr seid so nervtötend. So, jetzt müsste dann gleich der Oger kommen. What's this? Die nimmt aber auch nur das mit, worauf sie Bock hat. Hätte hier nicht der Oger sein sollen? Ja, der hätte hier sein sollen. Okay, dann tut der zumindest nicht so schnell respawnen, wahrscheinlich weil es halt irgendwie so ein Bossgegner ist. Aber die Skeletons werden wieder kommen. Be still, I'll have them all. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist ja wie in Resident Evil, Freunde. Yeah. Ah. Die haben alle Haken dabei. Also Hacken, nicht Haken. What's that? Den ganzen Schmarrn werden wir natürlich nachher noch schnell zu unserem Lager bringen. Das schleppe ich nicht mit. Kannst schön vergessen. Ja. The Walking Dead. Ich vergesse immer, dass man die nicht blocken kann. Ich watsch dich ab. Nice. Sammelt euer Zeug ein. Ganz kurz. Okay, zwei Stufen, das geht nicht. This looks interesting. So, und hier unten soll dieses Ding liegen. Knochenköpfe. Ein Heilbrunnen. Totenschädel. Hier. Gotcha. Gut.
Das war die 13, Freunde. Die wilde 13. Okay, warte. Ich glaube, ich beam mich da jetzt ganz schnell raus, um so ein bisschen Zeit zu sparen. Einfach nach Granzhorn. Einfach nach Granzhorn zurück. Ah, schön. What meaning do you suppose those stones hold? Okay, das ist jetzt ein Stück weiter weg. Schauen wir uns mal den Rest an. Ähnliche Gegend. Irgendein Tunnel hier drüben, den wir mit Sicherheit noch nicht entdeckt haben. Oh! In den im menschenverschlingenden Wasserfall. Das ist auch eine blöde Stelle. Boah, wahrscheinlich am ehesten noch von hier. Und zu guter Letzt noch eine richtig weit im Norden. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir erstmal da rein, ob es noch mehr von diesen Schwürmedaillen gibt. Schwurmedaillen. Schwurbelmedaillen. Ja, natürlich. Strange. Super strange Aufträge. In der Schattenfeste. Ja, okay. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, ab nach Kasardis. Ab nach Kasardis. Dort schauen wir uns auch das nächste Klemmbrett an. Legen unsere ganzen Materialien ab, die wir nicht brauchen, die wir jetzt gerade gefunden haben. Gehen weiter zum Lager, schauen uns das Klemmbrett an, gehen dann zu diesem Wasserfall. Holen uns dort die nächste Medaille der Schwüre. Gehen dann in die Schattenfeste, holen uns dort die nächsten Medaillen der Schwüre und dann schauen wir mal weiter. Hier gibt's nichts. Also ich hoffe, dass diese Medaillen der Schwüre noch irgendeine Bedeutung bekommen. Weil, ich sag jetzt mal so, in dem Spiel fehlt's einem nicht an Beschäftigung. Wenn das jetzt einfach nur so ein... Jetzt habe ich vergessen, mein Zeug abzulegen. Ja, das kann ich im Lager machen. Wenn es einfach nur eine Beschäftigungstherapie ist, weil die Welt nicht groß genug ist, dann werde ich ein bisschen pissy. Ihr kommt mit. Oh, Scheiße, er ist schon da. Alles in Ordnung. Nur ein paar Bots, die sich hier niedergelegt haben. Oh, ich hab die Schlange in Kasardis nicht geholt. Oh. Ja, okay, das habe ich jetzt in meiner Eile einfach ein bisschen verkackt. Schade. Wie kommst du denn jetzt darauf? Manchmal kommt sie so ganz random mit ihren Gefühlen. What will it be today?
Schön. Es wäre auf jeden Fall... Eigentlich ist es ein Quatsch. Ob es sinnvoll ist, an der Wegeburg auch noch so ein Zielkristall zu platzieren, falls wir noch einen finden. Oh, schaut mal, neuer Auftrag. Aber eigentlich ist es Unsinn. Die Kräfte erwecken. Töte 20 Wildschweine. Die Erweckten müssen stets nach Vervollkommnung in Fertigkeiten und Tapferkeit streben. Nur dann sind sie allen Herausforderungen gewachsen. Durchwandert Gransis und stellt eure Klinge an diesen Ungeheuern. An diesen Ungeheuern. Tötet 29 Ochsen. Die Erweckten müssen stets nach... Ach Gott. Ja, großartige Aufträge. Großartig. Den Auftrag hätten wir auch ein bisschen früher bekommen können. Aber gut. Wir müssen auf Wildschweinjagd gehen, wir müssen auf Ochsenjagd gehen, Freunde. Wir müssen auf die Jagd nach Medaillen der Schwüre gehen. Das machen wir aber nächstes Mal weiter. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann. Haut rein, euer Odin Display. Ciao, ciao.